Das klingt echt spannend. Und wie läuft so eine Behandlung dann ab? Die Familie kommt zu mir. Ich finde es immer sehr, sehr schön, wenn alle dabei sind, wenn auch die Papis dabei sind. Häufig erlebe ich es natürlich, dass die Mamis dabei sind, weil die Papis schon wieder arbeiten. Aber ich finde es immer ganz spannend, sie als Familie dann zu sehen. Und die kommen dann rein, dann haben wir ein Erstgespräch, die Anamnese. Da frage ich dann so ein bisschen, wie ist die Geburt abgelaufen, aber auch schon, wie war die Schwangerschaft? Kann man ja auch schon einiges ableiten. Gab es Auffälligkeiten? Gab es schon Auffälligkeiten bei den U-Untersuchungen? Und das bespreche ich mit den Eltern. Und dann geht es ja relativ schnell schon zur Behandlung. Das heißt, die Babys liegen dann auf der Bank. Im besten Falle bringen die Eltern dann was von zu Hause mit, eine Decke oder ein Handtuch, damit die Kinder das zu Hause riechen. Und das ist dann so ein bisschen Sicherheit für die kleinen Mäuse und dann sind sie entspannter ein bisschen. Ja, und dann untersuche ich. Beginne meistens am Kopf, dass ich mir anschaue, wie sind die Schädelknochen, wie stehen die zueinander. Dann gehe ich den Bewegungsapparat durch und dann im besten Falle fange ich dann an zu behandeln und schaue, was ich so machen kann. An der Halswirbelsäule, vielleicht auch am Bauch bei Verdauungsproblematiken. Und ja, das ist so der eigentliche Ablauf. Danke dir für den Einblick. Muss so eine Behandlung dann eigentlich selber finanziert werden oder wie läuft das? Es gibt viele, viele Krankenkassen, die Osteopathie bezuschussen und man bekommt dann von uns eine Rechnung, die kann man dann an die Krankenkasse schicken und dann kriegt man in den meisten Fällen anteilig die Behandlung zurückerstattet.